So, wir wollen noch mal versuchen, Fehler durch, ich sag mal, Finger, wenn man da einfach reindrückt oder mal irgendwo gegengeflogen ist oder auch so in so einem fast fertigen Schaumkern, die so Druckstellen wegmachen. Dazu brauchen wir eigentlich nicht viel, ein Zewa, ein bisschen Wasser. Man kann auch Spucke nehmen, aber zu Corona-Zeiten ist das nicht. Und ein Bügeleisen. So, das Bügeleisen habe ich jetzt hier, meins habe ich jetzt hier auf Chemiefasern, also so ein Viertel über Minimum eingestellt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man da zu viel nimmt, dann sieht das so aus. Seht ihr? Also hier der Flügel, ne? Der hat also richtig so einen schönen Pech gehabt. So, wir machen jetzt hier mal folgendes. Ich habe hier ein altes Leitwerk. Also hier, guck mal hier diesen Bereich hier an. So, wir machen da mal, man kann die kaum sehen, ein bisschen doller. Da ist die Beule. Hier ist auch eine, wie die rauskriegen, das müssen wir mal gucken gleich. Da, ne? Das sind so diese Druckstellen, die auf dem Tisch entstehen oder vom Fingernagel irgendwie oder beim Transport oder sonst was. So, was wir brauchen, Zewa drauflegen. Bisschen Wasser, also ein bisschen nass machen, den Bereich. So, wo man aufpassen muss, wenn man zu lange drauf hält, dann verändert sich auch die Harzoberfläche, weil das sind Temperaturen, die das Harz noch nicht erreicht hat. So, jetzt müssen wir noch mal eben gucken, wo wir hin wollen. Wir wollen da hin. So, man braucht also nicht lange drauf. So, und wie ihr seht, seht ihr nichts, ist weg. Ja? Ich versuche mal diese Beule noch. Ich weiß gar nicht, wo. Also hier hinten ist noch eine drin, die kriege ich nicht raus, weil das ist bei einer Herstellung passiert. Machen das nochmal hier. Diese hier, die ist relativ tief, ja? Siehst du die? Ja. Also, nehmen wir nochmal meinen Trinkstoff. Entschuldigung. Fast weg. Also es ist so, dass da durch diese Wärme scheinbar der Schaum wieder etwas aufquillt oder expandiert. Ah, die geht nicht ganz weg. Also die ist zu tief. Also na, da wird nicht viel. So ein bisschen besser ist es geworden. Na, man kann das sehen, aber sie ist noch leicht da. Wo man darauf achten muss, wenn es zu heiß wird, also wie gesagt, entweder entsteht so ein Schaumschaden oder ich kann das ja mal machen hier an irgendeiner Stelle, hier ist es ja noch blank, dann entsteht so eine, man kann das gar nicht, das ist nicht heiß genug. Ja, das, also man sieht schon, also hier ist es blank und hier ist es so ein bisschen matt, das heißt hier hat sich so ein bisschen die Oberfläche vom Harz etwas verändert. Das heißt, das kriegt man auch nicht wieder richtig blank. Da kann man vielleicht ein bisschen mit Politur drauf gehen. Aber ich kann hier vielleicht noch mal ein bisschen länger drauf gehen und gucken, vielleicht klappt das ja. Manchmal klappt das ganz gut, manchmal auch nicht. Ich muss auch die richtige Stelle erwischen. Der kommt, der ist zu tief. Naja, ein bisschen besser ist es geworden. Also man hat etwas rausgekriegt. Also ganz hundertprozentig kriegt man es nicht weg, aber man kann so auch viele kleine Dellen mal wegkriegen. Oder man hat hier vielleicht auf der Rückseite, machen wir nochmal einen so mit dem Fingernagel, so ganz leicht. So, habt ihr jetzt hier so, ne? Ihr seid über den Grashalm. Ich meine, wer so pingelig ist, sollte vielleicht das sowieso nicht ernsthaft betreiben, weil solche Schäden passieren immer. Also meine gelbe Gefahr sah aus wie ein alter Tennisball, nicht Norbert? Aber ich fluchte super gut. Wie es kam Thermik. Ah, der wird nicht, auch nicht ganz weg. Vielleicht einen kleinen Tick mehr. Ihr müsst aufpassen, also zu viel ist auch nicht gut. Das geht auch schief, hundertprozentig. Vielleicht mal in einem alten Teil probieren. Jo, ist fast weg, man sieht ihn gar nicht mehr, den Fingernagel. Ja,
ist weg. Seht ihr? So, und das ist egal, ihr könnt auch, wir können hier auch mal eine Macke reinmachen. Gucken. Ich habe hier so eine Stelle, seht ihr? Mal sehen. Beule, siehst du die? Da, in dem Bereich, haben wir eben eine Beule reingemacht. So, da lege ich aber nur das Papier ohne Wasser hin. Mal gucken. Ja, fast, nicht ganz. Wirklich weg. Also ist ganz glatt geworden, wieder keine Vertiefung mehr drin. Ja. Also das heißt, man kann seine Schaumkerne, das kann man nicht mehr. Und auch solche scharfen Kanten kriegt man nicht raus. So, jetzt gucken wir noch mal hier. Jetzt habe ich hier noch mal vergeigten Spiegel. Machen wir hier auch noch mal so eine, naja. So, ich habe jetzt hier noch mal so eine Beule reingemacht. So eine richtige Vertiefung, weiß nicht. Ist natürlich in Kohle schlecht zu sehen hier in dem Bereich. So. Und nicht, dass einer schreibt nachher, oh, ihr macht uns die schönen Flächen hier kaputt. Nee, die sind eh schon nicht mehr zu gebrauchen, weil einfach Fehler drin sind. Und das geht aber nur bei Schaumflächen, nicht Rohrzell. Also bei Rohrzell habe ich es noch nicht ausgerechnet, aber die ist ganz und gar weg jetzt hier. Da ist gar nichts mehr, seht ihr? Ist einfach weg. Es geht auch bei Flächen zum Beispiel im, hier so F3J, F3B Modelle oder irgend sowas. Auch da geht das. Also wir machen sowas auch bei den Großflugzeugen, also sprich in manntragend. Auch da kann man auch leichte Beulen im Flügel mit dieser Methode rauskriegen. Ich habe also den Herrn Holinghaus mal gesehen, der hat eine Beule aus dem Flügel gemacht, die hatte ungefähr so Quadratmeter Größe, weil da einer über den Zaun genagelt ist, also das heißt mit dem Flügel, da war richtig unten eingedrückt und das hat er mit dem Bügeleisen fast zu 95% weggekriegt. Das geht auch. Also das heißt, der Schaum expandiert und drückt, also quasi geht wieder auseinander. Ja? Wenn natürlich Schäden im Laminat sind, dann funktioniert das nicht mehr. Gar keine Frage. Also das nochmal für ein kleines Reparaturvideo. Vielleicht passt das zu unseren Sachen dazu.